Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute beantworte ich mal eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe, nämlich was macht man denn eigentlich jetzt in so einer Situation, wo die Volatilitäten so niedrig sind? Also wir haben ja momentan folgende Situation. Die Aktienmärkte sind jetzt nach dem Einbruch im Januar eigentlich stetig angestiegen und gleichzeitig ist natürlich die Volatilität enorm nach unten gerauscht. Wir hatten ja lange Zeit einen VIX, der deutlich über 20 war. Mittlerweile ist er jetzt schon wieder so in Richtung 14 unterwegs, das heißt sehr, sehr niedrig. Der Durchschnitt des VIX ist ja bei ungefähr 16, 17. Wir wissen, wenn es über 20 geht, wird es immer ein bisschen kritisch. Und wenn er unter 20 ist, ist die Welt an sich in Ordnung. Aber was natürlich auf der einen Seite sehr schön ist, nämlich wir haben keinen Stress momentan im System, ist natürlich auf der anderen Seite für uns Optionsverkäufer nicht unbedingt die idealste aller Welten. Weil mit zunehmender Erholung der Aktienmärkte sehen wir natürlich, dass Tag für Tag weniger Aktien in Betracht kommen, auf die wir Optionen verkaufen können, weil schlicht und ergreifend die Volatilität nicht gegeben ist. Und wir hatten jetzt in unserer Facebook-Gruppe, es gibt ja auf Facebook eine Gruppe, die heißt Die Optionshändler, das ist eine freie Gruppe, über 1000 Mitglieder, wo hier diskutiert wird über Optionstrades, wo Fragen gestellt werden, wo wir auch immer mal ein paar aktuelle Sachen reinstellen, also schaut euch das einfach mal an, wer da noch nicht ist, einfach Facebook, Die Optionshändler und dann findet ihr das. Und da hatte ein Teilnehmer eine sehr, sehr interessante Frage gestellt, nämlich was macht man denn genau in so einer Situation? Gibt es da Alternativen? Was kann man jetzt anderes handeln? Und wie macht man das am besten, dass man auch in dieser Zeit Geld verdient? Und ich habe schon eine kleine Antwort darunter geschrieben, nämlich man sollte sich bewusst machen, was wir tun, stillhalten. Und genau das ist das, was man in so einer Situation am besten machen sollte. Als Optionsverkäufer brauchen wir zwingend hohe Volatilitäten, weil dann sind die Optionen teuer. Und das heißt also, wir gehen ja in jedem Trade, den wir machen, gehen wir ein Risiko ein. Und wenn wir natürlich in einem Umfeld hohe Volatilität verkaufen, dann werden wir für dieses Risiko auch gut bezahlt. Und wenn wir jetzt aber die Situation haben, in den Aktienmärkten wenig Volatilität, auch in vielen Future-Märkten, keine große Volatilität mehr. Wir haben gesehen, die Volatilität in Gold jetzt enorm nach unten gegangen. Die Volatilität in Öl über 50% zurückgegangen. Das heißt, auch in den Future-Märkten finden wir momentan sehr, sehr wenig Gelegenheiten. Da kommt man natürlich immer so ein bisschen auf die Idee und sagt, naja, komm, da mache ich doch mal ein paar Trades. Aber wer das macht, der macht eigentlich in allererster Linie etwas Gutes für seinen Broker. Denn wir wissen ja, der Broker kassiert immer Geld, egal ob der Trade am Ende ein Gewinner oder aber ein Verlierer wird. Wir müssen uns aber konzentrieren auf Trades, die für uns eine große Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn haben. Und das ist eben im momentanen Umfeld nicht gegeben oder nicht sehr häufig gegeben. Die Gelegenheiten sind einfach sehr, sehr wenig. Und da sollte man wirklich eins machen, nämlich nichts. Das heißt, man sollte die wenigen Gelegenheiten, die man hat, konsequent nutzen. Aber bei allen Trades, wo man so ein bisschen Abstriche machen muss, Volatilität nicht besonders, Laufzeit nicht so gut, Prämie nicht so gut, sollte man einfach die Finger davon lassen. Weil wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Wenn wir an der Börse dauerhaft Geld verdienen wollen, dann können wir das nur machen, indem wir uns selber immer in eine vorteilhafte Position bringen. Und das ist übrigens egal, ob man jetzt Daytrading macht, ob man Optionen verkauft, ob man langfristig investiert, ob man Dividendenaktien hält, ob man eine Ausbruchstrategie, egal was, das ist immer so. Also wenn beispielsweise ein Value-Investor, also jemand, der sagt, er kauft nur Aktien, die unterbewertet sind, der wird das auch nicht tun, nachdem die Börsen 5, 6, 7, 8 Jahre am Stück gestiegen sind, sondern der wird besonders, oder der wird, er kann es natürlich machen, gibt ja kein Gesetz auf der Welt, das es ihm verbietet, aber wer wirklich Geld verdienen will, der sollte in so einer Situation kaufen, wenn die Märkte einbrechen. Also Warren Buffett, großes Beispiel. Wann war da das letzte Mal so richtig auf Einkaufstour? Das war im Jahr 2008, 2009, als die Märkte 50% eingebrochen sind. So, und bei uns ist es genauso. Wenn wir haben den Vorteil gegenüber jetzt einem Value-Investor, diese hohen Volatilitäten, die kommen ja alle paar Monate mal. Ne? Also es ist meist so, man hat so 2, 3 Situationen im Jahr, wo es so richtig nach unten geht. Uns genügen ja schon mal 7, 8, 9% Rückgang.
wo wir hohe Volatilitäten dann bekommen oder auch in den Futures gibt es immer mal eine Situation, wo wir eine schöne Volatilität haben. Und dann sollte man eben auf solche Situationen warten und sollte dann aktiv werden. Das hat auch den großen Vorteil, dass man eben, wenn solche Situationen kommen, wirklich mit wenig Positionen im Depot da sitzt und dann agieren kann, wohingegen die meisten Trader, die meisten Investoren reagieren müssen. Das heißt, die müssen etwas tun, weil sie nämlich mit ihren Positionen unter Druck kommen. Wenn wir dagegen sagen, in so einer Phase wie jetzt, hey, es ist einfach nichts zu tun. Wir verwalten mal das bisschen, was wir haben. Das Depot dünnt sich immer mehr aus, weil die Optionen zurückgekauft werden. Dann sitzen wir auf relativ hohem Cash, fahren unsere Margin-Belastung immer weiter runter und können eben dann auch sehr, sehr gut darauf reagieren und können damit Geld verdienen. Und es ist eben nicht so, auch wenn wir uns das immer wünschen, dass man, wenn man im Jahr 10, 15, 20% Rendite machen will, dass das dann an einem Stück geht. Sondern es wird immer so ein bisschen, es geht mal nach oben, kleiner Schritt zurück, es geht wieder nach oben, kleiner Schritt zurück. Und es ist aber viel besser so zu handeln, als zu sagen, es geht nach oben, es geht alles wieder zurück, es geht nach oben, es geht alles wieder zurück. So wird es aber gehen, wenn wir wirklich jeden Tag so handeln, als wären die Umstände immer gleich. Die Umstände sind nicht immer gleich und deswegen eins machen, einfach mal abwarten. Und mir fällt dazu immer ein Zitat ein, beziehungsweise ein Erlebnis, was ich hatte vor vielen Jahren einmal in Mailand auf einem Seminar von Larry Williams, den ja viele kennen, und ich bin ein bekennender Larry Williams Fan, das habe ich auch schon oft genug erzählt. Und der hat auf seinem Seminar etwas gemacht, der saß hier auf so einem Stuhl wie ich und hat dann gesagt, das meiste Geld verdienen wir an den Börsen, indem wir uns auf unsere Hände setzen und nichts machen. Und genau das sollten wir machen, gerade als Optionsverkäufer. Wir sollten dem Wort, was wir ja sind von unserer Art des Tradens, ja nämlich Stillhalter, dem sollten wir gerade in so einer Situation wie jetzt Bedeutung beimessen und sagen, okay, einfach mal nichts machen, die Positionen, die man hat, einfach auslaufen lassen, verwalten. Wenn es nichts Neues gibt, einfach mal warten, die nächsten Gelegenheiten kommen, definitiv, und dann kann man wieder mit Vollgas angreifen und kann dann auch entsprechend wieder Geld verdienen. Wenn ihr Fragen habt zu Themen rund um den Handel von Optionen, dann schreibt die mir hier unten in die Kommentare rein. Ihr könnt sie natürlich auch auf Facebook stellen, ihr könnt sie auch uns schreiben und ich werde die dann hier versuchen, alle mit zu beantworten. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen Kanal, empfehlt diesen Kanal weiter, teilt dieses Video und schreibt mir einfach eure Erfahrungen mit dem Optionshandel hier in die Kommentare. Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.